Du willst Gitarre lernen, ich bring's dir bei. Hallo zusammen, mein Name ist Martin Köhler. Die Gitarre, die ihr hier gerade seht, ist eine typische Konzertgitarre. Sie hat 6 Saiten, einen Korpus mit einem Schallloch, die zusammen den Sound der Gitarre verstärken, dann ein Griffbrett, auf dem ihr später greifen werdet, und einen Gitarrenkopf mit den Wirbeln, mit denen ihr die Gitarre stimmen könnt. Wir zupfen die Gitarre mit unseren Fingern. Darum gehört die Gitarre auch zur Familie der Zupfinstrumente. Mit der linken Hand greifen wir auf den Saiten und ändern dadurch die Tonhöhe der Gitarrensaiten. Das Greifen zieht am Anfang vielleicht ein bisschen, aber mit ein paar Tricks und Übungen von mir bekommen wir das gleich hin. Die Gitarre ist nicht nur ein Soloinstrument, sondern auch ein Begleitinstrument und man kann beides sogar gleichzeitig machen. Ähnlich wie zum Beispiel bei einem Klavier. Egal ob beim Lagerfeuer, bei Festen oder natürlich auf der Bühne, Gitarristen sind immer sehr gerne gesehen. Man kann als Gitarrist bei einer Band mitspielen, man kann in verschiedenen Ensembles spielen und es gibt sogar große Zupforchester. Das heißt, wenn ihr nicht alleine spielen wollt, dann könnt ihr überall mitspielen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Was mich am meisten fasziniert, ist der große Einsatzbereich der Gitarre. Man kann zum Beispiel Stücke aus der Barockzeit spielen von Johann Sebastian Bach. Oder ganz typische klassische Gitarrenstücke. Natürlich Stücke aus dem Pop-Rock-Bereich. Oder natürlich auch aus dem Jazz-Bereich. Was auch sehr viel Spaß macht, ist Gitarre spielen und dabei singen. Today is gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. Die Gitarre ist also überall irgendwie zu Hause. Wenn ihr die Gitarre jetzt genauso toll findet wie ich, dann schreibt doch der Musikschule eine E-Mail und vereinbart gleich mal den ersten Probeunterricht. Wenn ihr euch noch so ein bisschen unsicher seid und noch ein paar mehr Infos wollt, dann checkt mal die Internetseite von der Musikschule unter der Rubrik Angebote, da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Also, ich hoffe, wir sehen uns sehr bald. Bis dahin, ciao, ciao.